Der internationale Terrorismus ist in Deutschland angekommen. An einem Ort, an dem niemand damit gerechnet hat. Die gesamte Zugspitze ist in der Gewalt von hochgerüsteten Terroristen. Sie haben 6000 Zivilisten als Geiseln genommen. Die Zugspitzbahn wurde im Tunnel mit Sprengladungen von der Außenwelt abgeschnitten. Polizei, Gebirgsjäger und das Verteidigungsministerium suchen verzweifelt nach einem Ausweg aus dieser blutigen Katastrophe. Doch im Zug sitzt auch der Extremsportler und Alpinfotograf Thien Bergmoser. Und mit ihm haben die Terroristen nicht gerechnet.